Ja, hallo, liebe Leute, zur dritten Folge Timberborn. Wir sind zurück in unserem kleinen Biberdorf. Hier werden Karotten geerntet, das ist ziemlich gut, weil wir hatten ziemliche Nahrungsprobleme, die wir aber mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Griff haben. Denke ich. Ja, vier Karotten haben wir. Naja, ich sollte vielleicht nichts sagen. Da gehen ein Haufen Biber essen und es ist nicht genug da. Naja, es wird für die Nacht reichen. Es ist keiner hungrig. Hier ist nicht gut, weil Zucht gestoppt, warten auf Nährstoffe. Das habe ich befürchtet, ne? Hier, ja, geht auch nichts, ne? Weil wir keine Beeren haben. Beeren sind bei 85%. Naja, da brauchen wir mehr. Wir müssen mal gucken, wo wir in Zukunft noch Beeren herkriegen können. Also, wir wissen ja schon, der Förster kann Beerenfelder pflanzen. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn man hier in der direkten Umgebung nochmal welche gehabt hätte. Hier hinten hat es noch Beeren. Das ist aber jetzt auch nicht gerade ums Eck, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wichtig wäre mir tatsächlich, dass ich das hier vorne mal wegkriege. Da werden auch unsere nächsten Forschungspunkte reingehen. Wir haben als nächstes freizuschalten, glaube ich, die Treppe. Das ist das Wichtigste. Damit wir endlich mal anfangen können, hier überall nach oben und rüber zu bauen. Aktuell kommen wir auf die andere Seite ja nur über unsere Deiche. Das wird mit Treppen sehr viel einfacher. Und dann kommen wir auch nach hier oben. Und da müssen wir mal gucken, wie kommt man denn hier am geschicktesten hin? Da kommen wir aber so auch nicht hin. Da brauchen wir nicht nur die Treppe, da brauchen wir auch eine Plattform. Sonst wird es nicht funktionieren. Dann würde ich tatsächlich das hier ganz gerne wegmachen, um hier einen Wasserfall zu haben. Naja, da müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Aktuell sind wir immer noch in der Dürre. Wasser ist im Moment sowieso ein bisschen Mangelware. Wir haben noch 3 Tage Dürre vor uns. Die Hälfte ist jetzt um. Also es ist schon ziemlich zäh hier. Die Plankenwerkstatt ist fertig. Da arbeitet noch niemand, weil sie das Energierad noch aufbauen müssen. Da fehlen noch 18 Holzscheite. Das kriegen wir auch noch hin. Und dann hatten wir noch einen Namenswunsch. Den werden wir jetzt auch noch vergeben. Wir gucken mal, wen wir dafür nehmen. Irgendjemand. Der übrigens, das ist auch, sieht man jetzt deutlich besser. Unsere Biber bekommen pro Wohlbefinden Boni. Also man sieht es hier, ab Wohlbefinden 5 sind sie 10%, arbeiten sie 10% schneller. Wohlbefinden 2, bewegen sie sich 5% schneller. Man sieht, nächster Rang ist bei Wohlbefinden 12. Die Lebenserwartung kann man erhöhen ab Wohlbefinden Stufe 7 um 20%. Man kann die Biber jetzt buffen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann ist nämlich Wohlbefinden nicht mehr nur ein nettes Beiwerk, sondern man hat auch wirklich einen Sinn. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Haben wir noch einen halbwegs einen jungen 30 Jahre, 35 Jahre, 43, 13 Jahre. Der lebt lange. Uketz, oh Gott, Uketzkon, naja, den nennen wir jetzt Karl. Und Karl arbeitet als Erfinder. Er arbeitet als Erfinder. Na, das ist ja wunderbar. Zusammen mit Lou sind das unsere beiden Erfinder. Das sind also die schlauen Biberköpfe, die wir hier haben. Jetzt ist hier das Wasser weg. Jetzt ist es weg und jetzt sind die Blaubeeren auch vertrocknet. Aber erst in 8,7 Tagen. Das Problem ist, sie wird auch nicht mehr wachsen jetzt, wenn kein Wasser da ist, oder? Das müssen wir mal beobachten. Aber ich nehme nicht an, dass die noch wächst jetzt, was natürlich doppelt schlecht ist, weil wir dann sowieso nicht nur die letzten 14% warten müssen, sondern sowieso erstmal 3 Tage, bis es hier wieder Wasser gibt. Wir beobachten mal die vorderste. Die ist bei 87%. Da gucken wir später nochmal drauf. Vielleicht wachsen die ja auch ohne Wasser. Dann müssen wir jetzt tatsächlich hier hinten auf die Planken warten. Die sind am wichtigsten. Wir haben genug Holz eigentlich. Wir bräuchten nur mehr Biber, die da arbeiten. Die können wir uns aktuell aber nicht leisten. Weil wir sie einfach noch nicht haben. Vor allem müssen wir mal drauf aufpassen, dass die Biber hauptsächlich. Ich würde gerne noch einen zweiten Bauernhof bauen, der sich mit Sonnenblumen beschäftigt. Wir dürfen, selbst wenn die Beeren wachsen oder wieder zurückgewachsen sind, wir dürfen die nicht alle aufessen. Wir brauchen die dringend für die Zuchtbecken. Sonst gibt es hier keine Zucht mehr. Und ohne Zucht gibt es keine Jungbiber. Und wir haben ja gerade schon gesehen, die ersten hier, die sind schon 35, 43 Jahre alt. Die sterben ja auch irgendwann.
Ich glaube, wir müssen die Zuchtbehälter wirklich gucken, dass sie dauerhaft laufen. Sonst kriegen wir irgendwann ein Biberproblem. Also so rein von der Menge her, ne? Vermutlich. So, er hat noch die letzten Bäume da hinten. Sind die markiert? Ne, sind sie nicht. Die kannst du natürlich auch noch wegmachen. Und dann haben wir hier wieder einen Biber frei. Das ist wichtig. Wir brauchen dringend mehr Biber. Wir haben zwei Jungtiere. Da müssen wir dann mal gucken. Und ein weiteres Bauernhaus wäre schon schön, ne? Für ein paar Kartoffeln, sage ich schon. Für Sonnenblumen. Weil Kartoffeln, wir könnten auch Kartoffeln anbauen, aber Kartoffeln muss man weiterverarbeiten in einem Grill. Dafür wachsen sie aber ziemlich schnell, oder? Ich muss mal gucken schnell. Die Karotte wächst in 4 Tagen, die Kartoffel in 6. Hey, die Sonnenblume wächst in 5, die ist sogar noch besser. Und da gibt es einfach Sonnenblumenkerne, die kann man essen. Gebäude benötigt Arbeiter. Ja, jetzt haben wir hier hinten nämlich genau das Problem, dass uns hier jede Menge Leute fehlen, die da arbeiten könnten. Wie machen wir das jetzt? Ich überlege. Wo können wir uns jemanden klauen? Ich meine, wir sammeln jetzt immerhin hier mal. Also beim Bauernhaus können wir auf keinen Fall jemanden rausnehmen. Wir könnten einen Holzfäller stoppen. Wir haben ja eigentlich Holz. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Aber wir haben nur zwei Holzfäller. Ne, drei. Er ist ja bald fertig hier unten. Ich glaube, ich werde jetzt kurzzeitig zwei Leute aus dem Distriktzentrum rausnehmen. Das ist das Einzige, was geht. Wir wollten ja Schmendrick sogieso in die ins Sägewerk stecken. Das ist ja schon der Plan tatsächlich. Aber wir brauchen dringend mehr Biber. Vielleicht sind auch zwei Forscher aktuell zu viel. Aber jetzt schichten wir hier erstmal um. So, einer ist jetzt hier schon. Einer erzeugt schon Strom. Guck mal, der strampelt schon. Das war einer aus dem Distriktzentrum. Der andere müsste auch noch raus. Der trägt aktuell noch Baumstämme ins Lager. So, jetzt ist aber. Wie kriege ich denn Schmendrick hier jetzt raus? Gar nicht, ne? Ich kann es pausieren und wieder starten. Jetzt ist jemand anders drin. Sehr gut. Und jetzt kriege ich ihn ins Sägewerk, oder? Jawohl, jetzt haben wir Schmendrick im Sägewerk. Genau da, wo er hin sollte. Er hat seinen Kumpel hier dabei. Den guten Dorkuras, der hier im Energierat für Strom sorgt. Und dann müssten wir hier jetzt eigentlich die ersten Planken bauen können, was dann dazu führt, dass wir hier hinten den Holzfäller aufbauen können. Dem fehlen nur noch 7 Planken. Die Holzscheite haben sie schon hingebracht. Und dann brauchen wir auch einen Förster, den wir aktuell auch nicht haben. So, die Beeren sind nach wie vor bei 87%. Das ist das, was ich befürchtet habe. Die wachsen nicht, wenn wir kein Wasser haben. Oh wei. Oh wei, oh wei. Immerhin haben wir jetzt wieder ordentlich Karotten. Das ist gut. Es wird nämlich schon wieder Feierabend. Aber das kriegen wir im nächsten Tag hin. Also Blanken gehen nur 1,3 Stunden. Ja, jetzt ist Feierabend. Da kriegen wir in 7 Stunden 7 Blanken hin. Das müsste eigentlich gehen. Da müssen wir uns hier ein bisschen durchkämpfen. Das ist eine ziemlich schwere Startposition, weil auf anderen Karten hast du zwei Bärenfelder zur Verfügung. Und gerade mit den Eisenkiefern ist das halt extrem, oder mit den Eisenzähnen ist das halt extrem, weil du die Bären für die Fortpflanzung brauchst und ohne Bären keine Fortpflanzung. Das macht das Ganze verdammt schwer. Das heißt, wir verlieren jetzt vorneweg einfach mal 10 Tage, wo wir also mindestens 3 Dürre und dann muss das Ding ja noch wachsen hier. 87% von 12 Tagen. Was müssen wir da noch warten? Nochmal 2 Tage ungefähr. Das sind einfach 5 komplett verlorene Tage, wo wir keinen Nachwuchs zeugen können hier in den Zuchtbehältern. Das ist schon hart, ne? Das ist schon hart. Nicht, dass uns das später auf die Füße fällt, weil die Dürren kommen immer schneller und sind immer länger. Und da müssen wir schon gucken, dass wir bis dahin ein bisschen aufgebaut haben. Und dann kann es sein, dass das hier ganz schnell den Bach runtergeht, ne? Es geht ja mit dem Holz gerade weiter. Ohne Förster geht uns auch das Holz irgendwann aus. Uns fehlt es tatsächlich sehr an Bibern. Aber immerhin passt das jetzt mal mit dem Essen. Es haben alle gegessen und wir haben noch 5 Karotten übrig. Das geht eigentlich. Ich spule mal die Nacht weg.
Wir haben auch noch einen obdachlosen Biber. Ne, wir haben drei Obdachlose. Wir müssen auch noch mal eine Hütte bauen. Ich glaube, das könnten wir jetzt mal tun, weil die Zeit haben wir jetzt tatsächlich. Noch ein zweites Wohnhaus zu bauen. Wo sind die Wohnhäuser? Hier, wir bauen noch mal eine 40 Holzstämme. Das ist schon krass, ne? Hier ist noch grün, da will ich es eigentlich nicht hinstellen. Stellen wir es doch hier hin. So. Könnt ihr dann noch mal eine zweite Baracke bauen? Dann haben wir erstmal Wohnraum genug. Das trägt auch zum Wohlbefinden bei. Biber, die auf der Straße schlafen müssen, sind nicht so zufrieden. Das Problem ist, dass er jetzt, der gute Senzal, jetzt der Einzige ist, der noch im Distriktzentrum arbeitet. Das heißt, er muss das komplett alleine aufbauen. Ne? Eventuell muss ich doch mal eine Erfinderhütte anhalten. Wobei wir halt auch die Erfinderpunkte dringend brauchen könnten. Ne? Ich kann nämlich jetzt die Treppe freischalten gleich. Uns fehlt noch ein Punkt und die ist schon wichtig. Jetzt könnten wir tatsächlich die Treppe freischalten. Was brauchen wir denn für den Deich? Gut, bei Deich brauchen wir zwingend auch eine Schleuse. Das heißt, ich brauche mal vorneweg 270 Punkte. Das ist schon krass. Das wird wahrscheinlich erstmal nix. Nee, ich nehm als nächstes die Treppe. Die ist extrem relevant. Ohne Treppe kommen wir nämlich nirgends hin. Das ist schon wichtig. Und hier kriegen wir ja gleich einen neuen Biber, der frei wird, weil er nur noch ein paar Bäume zu fällen hat. So, und jetzt sind das die letzten 1,8 Tage Dürre. Hier ist der Wasserstand noch okay, also 6 Tage halten wir aus. Aber bei allem mehr wird es wahrscheinlich schon eng, ne? Wassertechnisch. Wir müssten hier oben dann dringend einen Deich bauen. Das wird irgendwann Zeit. Wir müssen hier hinten aufmachen, dass erstmal Wasser hier runterfließt. Dadurch, dass es hier einen Wasserfall gibt, bringt uns das hier aktuell nichts, wenn es offen wäre, weil das Wasser fließt in Dürrezeiten einfach ab, so lang, bis halt der Damm hoch genug ist und dann haben wir genauso viel, wie wir eben schon hatten, das bringt uns dann nichts. Wir müssen das Wasser hier oben stauen und dazu muss hier ein Deich hin mit einer Schleuse, aber wie gesagt, wir brauchen 270 Erfinderpunkte dafür und das ist ziemlich krass. Wir brauchen auch, um da hochzukommen, eine Plattform. Anders geht's nicht. Wir können hier eine Treppe bauen. Also so zum Beispiel. Hier eine Treppe. Wir können dann hier hinten eine Treppe bauen. Und hier brauchen wir dann eine Treppe mit einer Plattform. Das heißt, da kommen wir auch nicht drum rum. Das heißt, die nächsten 100 Punkte gehen auf jeden Fall in die Plattform. Und wenn der Förster steht, kommt hier aber auf jeden Fall schon mal die erste Treppe hin, um die Bäume hier oben zu fällen. Da können wir ja, das können wir ja dann schon mal aufbauen. So, der Förster hat schon die ersten drei Planken. Das ist wunderbar. Hier hinten wird gearbeitet. Holz dafür haben wir ja mehr als genug. Das Haus wird auch aufgebaut. Das Problem ist, es geht halt sehr langsam, weil es ein Biber alleine machen muss. Hier ist Schmendrick unterwegs. Der beschafft sich seine Holzstämme alleine. Finde ich sehr gut. Bringt die hier fleißig in sein Sägewerk. Das Problem ist, der Weg ist ziemlich lang, ne? Ich habe das Sägewerk extra ganz nach hier hinten gebaut, weil ich den wertvollen grünen Platz nicht verbrauchen wollte. Und hier vorne ist es eigentlich grün, wenn nicht gerade Dürre ist. Ne? Also das ist grün bis hierher. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Deswegen habe ich das Sägewerk ganz in die Ecke gebaut. Aber das bedeutet halt auch, dass er einen extrem weiten Weg hat. Ne? Er macht jetzt zwei Planken. Und dann muss er schon wieder los tigern und einen Baumstamm holen. Es wird später besser, wenn wir einen Schlepperposten haben, dann übernehmen das die Schlepper für ihn. Aber da sind wir noch weit davon entfernt, ne? Weit davon entfernt. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, das anfänglich mal hier vorne hinzusetzen. Vielleicht auch hier. Hier ist es ja jetzt trocken. Hier ist es zwar grün, wenn es keine Dürre ist, aber wir können hier nicht viel hinpflanzen, weil während einer Dürrezeit wächst hier dann nichts mehr. So ähnlich wie die Blaubeeren. Boah, ist das schlimm, ist das schlimm. So. Oh Gott, und Schmendrick muss die fertigen Planken auch selbst wieder zurückbringen. Das ist ja ein Knochenjob. Ne, die bringt er jetzt wohin? Eigentlich? Ah, da hinten ins Lager. Und nimmt sich hier dann gleich neue Stämme mit, oder? Werden wir mal beobachten. Er bringt seine gemachten Planken ins Lager. Dann kommt er raus. Jawohl, holt sich einen Baumstamm und dann geht's wieder zurück. Fleißig, fleißig. Richtig fleißig. Wie sieht's hier aus? Da geht halt überhaupt nichts voran, ne?
Wer ist er denn? Er ist Holzfäller. Wo ist denn der Bauarbeiter, um Gottes Willen? Was macht er denn? Da kommt er. Wieso, wieso arbeitet der denn nicht? Jetzt geht er wieder ins Lager. Was macht der denn? Ach, der holt die Blanken. Der baut erstmal lieber den Förster auf da hinten. Ja, das kann er ja machen. Ja, da bringt die letzten zwei... Er trägt eine Blanke? Wirklich? Ja, es war auch nur eine im Lager. Hm, ich dachte, Schmendrick hatte zwei gebracht. Naja, gut. Er bringt eine Blanke an die Försterhütte. Jetzt fehlt noch eine Blanke und dann brauchen wir einen Förster. Wo nehmen wir den denn jetzt her? Wir haben 33 Karotten. Oh Gott, wir haben schon wieder gebrochene Zähne. Wir haben noch einen mit gebrochenen Zähnen. Das ist so bitter. Der eine arbeitet im Bauernhaus und der andere ist doch bestimmt ein Holzfäller, oder? Ja, der arbeitet in der Holzfällerfahne. Das ist nicht gut, da müssen wir tauschen. Das werde ich jetzt gleich machen. Es ist ja Feierabend. Ich nehme ihn hier. Ich pausiere kurz die Holzfällerhütte. Nehme hier. Wer ist denn jetzt raus? Nee, das ist nicht gut. Jetzt ist Tastingo drin und Zalmea. Das sind die beiden, genau. Und jetzt nehme ich das wieder in Betrieb. Jetzt arbeitet hier Pakai. Der hat noch gesunde Zähne. Oh wei! Was machen wir denn, wenn sich alle die Zähne gebrochen haben? Wer fällt denn dann Holz? Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, ne? Der Heiler ist viel zu teuer. Der kostet uns 300 Forschungspunkte. Das können wir knicken. Wir müssen uns erst gegen die Dürren wehren. Ob wir wollen oder nicht, ne? So, wir spulen die Nacht nochmal weg. Da passiert nicht allzu viel. Wir haben... Oh. Nee. Haben wir noch Blanken? Oh, es geht schon wieder los. Hilfe. Stopp. Wir haben jetzt aber Blanken. Ja. Wir können das jetzt aufbauen. Sag mir, dass wir jetzt Blanken haben. Nein. Mist. Aber die beiden hier hinten sind unterwegs. Der eine strampelt schon wieder. Das ist sehr gut. Und Schmendrick kommt hier mit Holz. Der macht jetzt schnell eine Blanke und dann ist wenigstens der Förster fertig. Dann haben wir mal unser Waldproblem vielleicht gelöst. Hoffe ich zumindest. Weil hier ist nicht mehr viel übrig. Hier ist auch nicht mehr viel übrig und er hier hinten ist tatsächlich fertig. Ja, er kann nichts mehr tun. Das heißt, wir pausieren diese Holzfällerfahne. Dann haben wir jetzt einen Biber übrig. Und der wird jetzt den Förster betreiben, der jetzt hier aufgebaut wird, hoffe ich. Da können wir uns schon mal überlegen, wo wir Wald pflanzen und vor allem in welcher Größe. Also ich würde das hier tatsächlich... Ich möchte mal überall schnell einen Weg durchziehen. Das geht hier noch gar nicht. Da kommst du noch nicht durch, ne? Doch, kommst du. Das kriegen wir hin. Ja, aber das wird ein totaler Krampf. Ich möchte schon mal einen Weg hier haben. Damit wir später nicht uns überlegen müssen, wie wir durchkommen. Wenn da Wald ist, ne? Deswegen mache ich hier schon mal ein Stück Weg hin, wo wir den Wald dann drumrum bauen. Und dann gucken wir mal. Würde ich sagen. Hier kommt die letzte Blanke, Gott sei Dank. So, und dann fangen wir mal an, Bäume zu pflanzen. Wir nehmen erstmal Birken, die wachsen am schnellsten mit 9 Tagen. Da werden wir auf jeden Fall mal ein paar setzen. Wir werden auch einstellen, dass er Birken bevorzugt. Und dann werden wir auch noch ein paar Blaubeeren pflanzen, hier drüben hin. Das ist nämlich nicht ganz verkehrt. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen ganzen Berg voll Birken. Das ist nicht verkehrt. Um mal die Grundversorgung zu stellen. Dann Kiefern wachsen doppelt so lang, wachsen 25% länger, geben aber das Doppelte an Holz. Das ist auch nicht verkehrt. Die könnten wir ja mal hier hinten reinquetschen. Da, wo es halt hinpasst. So. Und dann vielleicht noch ein paar. Ich lasse ein Feld frei für eine zweite Holzfällerfahne. Ahorn wächst, oh Gott, 30 Tage, gibt aber auch 8 Holz, ne, das ist krass. Da werden wir auch noch ein paar hinstellen. Aber nicht ganz so viele. So, ich
denke, ich mache dann lieber hier nochmal ein paar Birken mehr. Und noch ein bisschen Ahorn. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug Wald, den der gute Zodok jetzt erstmal pflanzen muss. Hier hat er schon die ersten Birken hingesetzt. Das ist wunderbar. Um mal unsere Holzversorgung sicherzustellen. Weil hier hinten gibt es schon keins mehr. So, aber jetzt, wo der Förster steht, kümmert er sich. Ja, hier sind jetzt auch 10 Holzscheite. Das ist wunderbar. Hier hinten werden Planken produziert. Das sammelt sich jetzt auch an. Wir haben schon 4 Planken. Das finde ich super. Die werden wir jetzt auch gleich investieren, glaube ich. Und hier die erste Treppe hinsetzen. Weil da wollen wir dann früher oder später hoch. Ist das gut, das jetzt schon zu bauen? Oder können wir mit den Planken noch was Besseres machen? Warte, lass mich mal gucken. Ich glaube aber nicht. Grill macht noch keinen Sinn. Der braucht auch überhaupt keine Planken. Hier haben wir noch nichts, was Planken bräuchte. Ein Wasserrad für Wasser. Das ist sehr günstig tatsächlich. Was braucht denn das Sägewerk eigentlich? 50 PS. Das ist was, was wir bauen könnten. Aber da müssen wir Dings... oh je, meine. Vielleicht haben wir das doch schlecht aufgebaut. Fällt mir jetzt gerade auf. Weil wir können jetzt hier natürlich Wasserräder bauen. Für Strom. Aber wir haben... Wir müssen die Getriebewelle dann tatsächlich bis ganz nach hier hinten legen. Vielleicht haben wir das doch ein bisschen zu weit nach hinten gebaut für den Anfang. Ja, wir müssen mal gucken. Als nächstes werden wir auf jeden Fall eine Plattform bauen. Freischalten. Die brauchen wir nämlich zwingend, sonst wird das nichts. So, dann baue ich doch hier hinten jetzt die Treppe hin. Die können wir mal aufbauen. Dann kommen wir auch an das Holz da oben dran. Das werden wir nämlich noch brauchen, bevor hier was gewachsen ist. Und dann müssen wir hier gucken, wie im letzten Spielstand auch, dass die Bäume, die hier rausgefällt werden, dass wir die füllen. Geht, glaube ich, in der Draufsicht am besten. Hier ist eine Lücke. Hier ist noch keine. Also die ursprünglichen Bäume, die hier jetzt dazwischen rausgefüllt, gefällt werden, dass wir die Lücken dann füllen. Da müssen wir dann mal ab und zu immer mal hingucken. Ansonsten ist jetzt Feierabend. Die Dürre endet jetzt, Gott sei Dank, endlich. Wir haben keine arbeitslosen Biber, Arbeitslosen sage ich schon, keine obdachlosen Biber mehr. Was ja auch ganz schön ist. Oh, wir müssen mal nach den Karotten gucken. Es geht auf. Es geht auf. Sie haben die hintersten noch nicht ganz abgeerntet und vorne sind die ersten schon wieder fertig. Gerade so. Also das Feld hat genau die richtige Größe. Müsste man sich mal aufschreiben, was da die Feldgröße ist, weil das ist jetzt ein Feld, das geht exakt auf, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mal 4 sind 40, sind 52. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal 20 sind 72 Felder bei 4 Tagen Wachszeit. Also Wachszeit, ist Wachszeit das richtige Wort? Kann man das jetzt einfach hochrechnen? Also ich denke ja, also 72 Felder bei 4 Tagen, das würde für die Sonnenblumen bedeuten, die brauchen ja einen Tag länger. Das heißt, 25% länger brauchen die, dann also müssen die Felder auch 25% größer werden. Also brauchst du 25% mehr Felder. Das bedeutet, ja, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, bin jetzt zu faul dazu. Was sind denn 25% von 72? Bisschen weniger als 20, ne? Ungefähr 18 oder so. Ja, ziemlich genau 18. Ziemlich genau 18, das heißt, wir brauchen 18 Felder mehr plus 72 sind tatsächlich 90 Felder dann. Das ginge genau auf. Das werden wir mal testen. Sobald wir den Bauernhof für die Sonnenblumen haben, werden wir 90 Felder dran bauen und gucken, ob das da auch aufgeht. So, Gebäude benötigt Arbeiter. Was ist passiert? Nein, Senzal ist an Altersschwäche gestorben. Wir haben schon den ersten Toten. Wow. Wie alt war der denn? Oh, verflucht.
Oh, verflucht. Immerhin hat die Dürre geendet. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich auch wieder Wasser kommen. Von hier oben. Aber da muss ich erstmal das Ding hier wieder auffüllen. Oh, das dauert auch noch ein bisschen, oder? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wann wird ein Biber erwachsen? 73%. Das dauert auch noch ein bisschen. Ach du Schande. So, unser Distriktzentrum hat damit keinen Arbeiter mehr. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als irgendwo jemanden einzusparen. Hier können wir nicht sparen. Unmöglich. Er hat nicht mal mehr die Treppe fertig gekriegt, ne? Der arme Sensal. Wir müssen... Ich kann ihn nicht in der Erfinderhütte sparen. Oh, verflucht, ey. Wir haben viel zu wenig Biber, ey. Nicht, dass uns das hier schon den Bach runtergeht. Das wäre ziemlich übel. Das wäre ziemlich übel. Muss ich einen aus dem Bauernhaus rausnehmen? Oder muss ich wirklich nochmal eine Erfinderhütte anhalten? Aber wir brauchen dringend die Erfindungen. Wir brauchen einen Damm und wir brauchen eine Schleuse und wir brauchen eine Plattform. Wir können es uns eigentlich nicht erlauben. Die Wassertanks sind eigentlich fast voll. Wir könnten die Pumpe anhalten eine Weile. Fühle ich mich aber auch nicht wohl dabei. Da fühle ich mich auch nicht wohl dabei. Den Förster brauchen wir zwingend. Ja, ich nehme einen aus dem Bauernhof raus. Es hilft nichts. Es hilft leider nichts. Wir müssen uns irgendwie hier behelfen, bis die nächsten zwei Biber erwachsen werden. Und dann brauchen wir jetzt dringend Wasser. Da kommt immer noch nichts, ne? Das muss ich hier erstmal... Oh, um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben die schwerstmögliche Karte gewählt. Die geht. Das dauert ja jetzt erstmal ewig, bis ich das Ding hier... Weil dieses Loch trocknet ja auch aus, ne? Und das waren jetzt nur 6 Tage Dürre. Wenn wir später mal 10, 11, 12 Tage haben, ist das Loch leer. Und dann dauert das hinterher nochmal mindestens einen Tag länger, bis da hier mal Wasser kommt, ne? Ach du Scheiße. Oh Leute, was haben wir uns hier angetan? Komm jetzt! Wir brauchen Wasser. Oh, guck mal, hat's da Harz an den Bäumen. Ja, das ist... Jetzt! Wasser bitte! Wir brauchen dringend Wasser. Damit die Beeren wachsen. Weil ohne Beeren keine Zucht, um Himmels Willen, ey. Das heißt, bis das Wasser hier unten ist, ist der erste Tag auch schon wieder rum. Und bis die Beeren dann gewachsen sind, dauert es nochmal 2 Tage, wo wir keine neuen Biber kriegen. Ist das übel. Ist das übel. Wir müssen auf jeden Fall noch ein weiteres Zuchtbecken bauen. Das muss deutlich schneller gehen. Das muss deutlich schneller gehen. Es hilft alles nichts sonst. Wir brauchen mehr Zuchtbecken. Die kann man ja, wenn wir irgendwann mal zu viel Biber haben sollten, in ganz ferner Zukunft, wenn wir so weit überhaupt kommen, kann man die Zuchtbecken ja auch pausieren. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Aber jetzt am Anfang können wir nicht genug haben. Vor allem, sobald wir Beeren haben. Kommt jetzt Wasser? Ja, endlich. Gott sei Dank. Aber das dauert. Das dauert. Heieiei. Knifflig, ne? Wie gesagt, ich wollte noch ein Bauernhaus bauen. Das können wir uns aktuell aber auch nicht leisten. Und das Lustige ist jetzt, dass uns hier unser eigener Deich im Weg steht. Weil unser eigener Damm, weil hier dann das Wasser auch erstmal ansteigen muss, bis es nach hier hinten läuft, ne? Das ist alles schöner, wenn wir hier später mal Schleusen haben und so ein Zeug. Aber das müssen wir alles freischalten, ne? Das dauert. Das dauert. Das erste, was ich mache, wenn ich Schleusen und Deiche oder Dämme, ich schmeiße es immer durcheinander. Das ist ein Damm. Was wir wollen, ist ein Deich, genau. Die können wir uns, die kosten nur Holzscheite, ne? Und die Schleuse kostet auch nur Holzscheite und Blanken. Das haben wir mittlerweile. Das ist das erste, was ich hier ersetzen werde. Aber das müssen wir halt erstmal freischalten. Wir brauchen dann auch Treppen, weil über eine Schleuse kannst du nicht mehr drüber laufen. Das heißt, die Biber kommen nicht mehr von hier nach hier. Das heißt, da müssen dann 2 Treppen hin. Das ganze Ding muss eine Stufe weiter nach hinten. Und hier vorne müssen 2 Treppen dran. Genauso wie hier, eine Stufe nach hinten.
zwei Treppen hin. Das ist schon eine ganz schöne Menge Arbeit. Und jetzt ist schon wieder Feierabend und es ist noch kein Wasser da, ne? Es ist noch lange nicht da. Wo ist das Wasser? Ach du Scheiße. Okay, wir fassen zusammen. Wenn wir 6 Tage Dürre haben, können wir mal mindestens mit 8 bis 9 Tagen rechnen, bis wieder Wasser kommt. Das ist ja übel. Was haben wir uns hier für eine Karte ausgesucht? Oh oh, es dürfen Wetten abgeschlossen werden, wie lange wir hier überleben. Guckt euch mal das an. Der hat jetzt noch nicht mal... Er hat jetzt einen Kringel geschafft. Der muss jetzt nochmal hier rum. Und nochmal hier rum. Und dann muss er den See füllen. Und dann kommt das Wasser mal allmählich hier vor. Ach du Schande. Ja, hier werden wir Terraforming betreiben müssen. Wir werden hier früher oder später Kanäle sprengen müssen. Damit das schneller geht. Aber das ist auch alles ferne Zukunftsmusik. Das wird alles extrem lange dauern. Wahnsinn. Die Treppe hier hinten ist wenigstens fertig. Das ist immerhin mal was. Dann werden wir schon mal die Bäume hier oben markieren. Die wollen wir auch noch weg haben, auch wenn wir aktuell keinen Biber haben, der die fällen kann. Das kann aber der Biber machen, sobald er hier fertig ist. Beziehungsweise der Biber, der ist ja auch noch hier zugange, glaube ich. Ja, ja. Also Holz haben wir mittlerweile mit 77 auch eigentlich genug. Ich könnte wahrscheinlich auch so eine Holzfällerfahne mal pausieren. Von den beiden. Und den stattdessen im zweiten Bauernhaus arbeiten lassen. Gucken wir mal. Hier hinten entsteht jetzt auf jeden Fall ein Zuchtbecken. Das ist auch schon fertig. Ich baue auch gleich noch ein viertes. Also ich mache da gar nicht lange rum, tatsächlich. Wir stellen auch gleich noch ein viertes dahin. Wir haben ja jetzt bald wieder Bären. Es ist nur noch eine Frage vieler Tage. Wir spulen die Nacht mal noch weg. Hier kommt Wasser. Das dauert noch lang. Das dauert noch verdammt lang. Ach herrje. Ich glaube, wir gehen hier relativ zügig den Bach runter. Habe ich das Gefühl. Weil wir nicht schnell genug vorankommen, bevor die Hardcore-Dürren kommen. Das wird, glaube ich, richtig hässlich. Wie sieht denn der Wasserstand aus hier? Wir sind ja jetzt bei 7 Tagen Dürre im Prinzip hier unten. 6 Tage Dürre hatten wir. Der 7. Tag ist mittlerweile auch rum, ohne neues Wasser. Der Wasserstand ist, ja, auf dem Viertel, würde ich sagen. Ich denke, 1, 2 Tage schaffen wir noch. Also reden wir im Prinzip davon, dass wir mehr wie 6 Tage Dürre nicht überleben. Weil wir halt hinterher noch 3 Tage warten müssen, bis wieder Wasser da ist. Ich dachte, das geht schneller. Boah. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt werden die Karotten wieder deutlich weniger, weil ein Biber auf dem Bauernhof nicht reicht, um schnell genug Karotten zu ernten. Eieiei. Wir können aktuell nicht allzu viel machen. Wann werden denn die Biber erwachsen hier, die 2? Der erste kommt jetzt wenigstens. Fast. Der wirft im Laufe des Tages erwachsen werden. Für den 2. müssen wir auch noch einen Tag warten. Ja, Leute, ihr wolltet eine schwere Karte. Und entsprechend schnarchig ist das jetzt. Wir sind zum Zugucken verdammt. Ne? Wir können eigentlich nichts machen. Bis wir wieder Wasser haben, bis wieder Bären wachsen, bis wir mehr Biber kriegen, können wir nichts tun. Ne? Das Wasser ist jetzt, wo sind wir denn mittlerweile? Hier hinten. Es dauert noch, ne? Er muss noch die ganze Schleife machen. Und dann muss ich erstmal dieser Fluss hier wieder anfüllen. Ne? Dann läuft Wasser nach da hinten. Ne, hier ist noch zu, Gott sei Dank. Puh. Das könnte eng werden. Und bis die Bären Wasser kriegen, dauert noch 10-mal länger. Weil das ja nicht gleich hier reinlaufen kann. Och Gott. Das ist heftig. So, wir haben 106 Forschungspunkte. Wir gucken mal noch kurz. Was kostet uns der Deich? 120. Den werden wir auf jeden Fall als nächstes freischalten. Und dann die Schleuse. Das ist wichtig, dass wir hier besser steuern können.
dann überleben wir vielleicht auch ein bisschen länger. Weil wir aktuell nicht in der Lage sind, vor einer Dürre hier das Wasser anzustauen, weil der Damm... Ich hab's schon wieder vergessen. Ja. Weil der Damm das Wasser halt durchlässt. Ab dieser Höhe. Also ab der mittleren Höhe geht das Wasser hier einfach durch, ne? Und der Deich macht halt komplett dicht. Dann haben wir die Möglichkeit, das Wasser halt wirklich bis zur Oberkante hochzustauen. Dann leben wir ein bisschen länger in der Dürre. Aber es ist knifflig. Wir sind jetzt im zweiten Tag nach der Dürre. Der ist auch schon fast zu Ende. Und wir haben immer noch kein Wasser. Effektiv reden wir hier unten von einer 8-Tage-Dürre mittlerweile. Verrecken uns jetzt eigentlich die Blaubeeren? Nee, noch nicht. Erst in 4 Tagen. Okay. Boah. Mann, Mann, Mann. Er pflanzt nach wie vor Birken. Das finde ich gut. Sieht sehr gut aus. Immerhin kriegen wir Bäume. Zumindest irgendwas, was funktioniert. Er ist kein Holzfäller, oder? Nee, er arbeitet im Distriktzentrum. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, wie lange wir es hier machen. Aber ich bin mir aktuell nicht sicher. Wie gesagt, der erste ist schon an Altersschwäche gestorben. Wir kriegen keine neuen Biber ran, weil keine Bären. Ich glaube, wir müssen dringend hier drüben dann auch Blaubeersträucher pflanzen. Das werden wir nächstes Mal machen. Einfach, dass wir mehr haben. Da führt wahrscheinlich auch kein Weg dran vorbei. Die auch länger bewässert sind vor allem, weil hier ist es noch grün, hier hinten nicht. Hier hinten kriegen wir es tatsächlich erst grün, wenn wir erstens hier eine Schleuse haben und zweitens das Ding hier hinten aufgemacht haben. Hier. Dann haben wir nämlich auch viel schneller Wasser. Ne? Sobald hier offen ist, da von hier hinten kommt das Wasser viel schneller hier runter, ja, als von da oben. Das beruhigt mich jetzt tatsächlich, wo mir das auffällt. Sobald wir hier aufgemacht haben, kriegen wir viel schneller Wasser nach der Dürre. Das ist, glaube ich, gut zu wissen. Das fällt mir gerade erst auf. Wir kommen noch nicht hier hoch, aber da müssen wir dann mal gucken, wie wir nach da hinten kommen. Ob uns das wegetechnisch überhaupt reicht von diesem Distrikt. Weil hier ist es schon gelb. Da kommen wir auch nicht hin, oder? Brauchen wir da schon einen zweiten Distrikt, um das aufzumachen? Boah, Leute, das wird richtig hart. Das wird richtig hart. Die Biber machen Feierabend, ziehen sich ein paar Karotten rein. Wir machen auch Feierabend. Gucken nochmal ein letztes Mal, wo das Wasser ist. Mittlerweile immerhin in dem See angekommen. Das heißt, morgen werden wir endlich Wasser haben. Wieder. Und dann wachsen endlich auch wieder Beeren. Und dann muss die Zucht im Hochbetrieb laufen. Unbedingt. Alles andere wird eine Katastrophe. Ein Biber ist gerade noch erwachsen geworden. Den werden wir morgen auch beschäftigen. Und dann machen wir mit den Bibern zusammen Feierabend und gehen ins Bett. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es ist verdammt knifflig. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Und bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.